Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Mal wieder mit einem kleinen Update. Krypto, finanztechnisch. Mal wieder ein Video. Abseits von dem ganzen Foodzeugs. Ja, ich habe letztens auf Instagram ein paar Sachen gepostet. Eine kleine Fragerunde. Da haben ein paar Leute wieder mal ihre Fragen gestellt. Also Interesse ist immer weiter am Steigen. Auch jetzt bei dem einen großen ultimativen Guide-Video, was ich erstellt hatte, da war Feedback auch ziemlich gut. Darauf wollte ich erstmal eingehen. Euch ein bisschen transparent hier zeigen, was wir mit den Referrals gemacht haben. Unter anderem Bitwallah, 15 Euro für mich, 15 Euro für euch. Mindesteinzahlung war, glaube ich, 30 Euro oder so. Link ist in der Beschreibung, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Da kaufen wir unsere Bitcoin. Es gab, glaube ich, einen Hater, der mir vorgeworfen hat, das nur für den Referral zu machen. Dementsprechend zeige ich ihm und euch natürlich volle Transparenz hier in Sachen Krypto. Bei den Finanzvideos, die wir jetzt machen, versuchen wir da alles offen zu legen und es kommt demnächst wieder ein bisschen mehr in die Richtung Portfolio-Updates und sowas, was halt immer sehr geil ist, meiner Meinung nach. Und da werden halt alle Zahlen gezeigt, dementsprechend hier kann ich euch auch das zeigen. Und zwar im Februar, also im Dezember, habe ich meine erste bekommen, das war aber privat. Grüße gehen raus an den Kollegen Milosch. Und dann habe ich das hier halt von euch bekommen. Ich muss sagen, zwei davon sind aber privat. Die müssten abgezogen werden. Das heißt, fünf Leute, die den Code, nicht nur den Code oder meinen Link verwendet haben, sondern tatsächlich dann auch eingezahlt haben. Ich habe dann 75 Euro gesammelt durch die Referrals. Habe da mit Bitcoin gekauft. 0,00167919 BTC. Die habe ich hier auf Bitwallah im Ertragskonto. Das heißt, da kriege ich dann Rendite drauf. Ich glaube, bei Bitwallah war es um die 5% oder so. Jährlich natürlich. Und seitdem habe ich dann nochmal 3 dazu bekommen. Das sind dann 45. Damit kaufe ich auch Bitwallah auf Bitwallah dann die Bitcoin und stecke sie dann weiter ins Ertragskonto, weil jetzt damit dann extra rüber zu Cake und dann ins LM oder sowas. Für mich ist das dann, lohnt sich nicht zu eine kleine Summe und ich mache das dann einfach direkt hier und dann habe ich zumindest hier nochmal so ein kleines Sicherheitsnetz, falls was auf Cake passiert, aber keine Angst, da passiert nichts. Wie gesagt, zwei der Kollegen waren das, den Link genutzt haben mehr, aber am Ende des Tages muss man halt was einzahlen und ist trotzdem schön, dass zumindest 5 Leute, okay, das klingt so wenig, aber 5 Leute hatten genug Vertrauen in mich, in das Video, in Bitwallah und haben ihr eigenes Geld dafür verwendet. Also die Conversion Rate ist für mich eigentlich relativ stark, weil es gibt natürlich viele. Ich habe da auch ganz viele E-Mails. Man kriegt, glaube ich, immer 2 E-Mails. Einmal, wenn einer sich über deinen Link anmeldet und einmal, wenn er auch tatsächlich Geld einzahlt. Und ja, den Link genutzt haben wahrscheinlich viel mehr, aber ich sehe das, glaube ich, auch, also nicht hier, aber im Browser sehe ich das, wie viele das genutzt haben und von wie vielen von denen ich Geld bekomme. Und viele scheitern dann wahrscheinlich bereits an der Verifizierung oder zahlen dann am Ende kein Geld ein. Man kennt ja das ganze System. Aber auf Cake, das zeige ich euch auch noch, bevor wir mit dem heutigen Thema des Videos anfangen. Oder vielleicht mache ich nur ein Video über dieses Thema und dann im nächsten Video das andere Thema. Cake habe ich auch eine Menge Referrals bekommen. Da habe ich sogar mehr bekommen. Genau, da kann man zum Beispiel hier bei Cake ganz einfach auf Referral gehen und da muss man mindestens 50 Dollar eingezahlt haben, damit sich das aktiviert. Also Respekt an alle, die sich das Video angeschaut haben und mir vertrauen, Cake vertrauen und sich gedacht haben, hey, das interessiert mich, das will ich auch machen. Starke Sache. Und ja, mittlerweile habe ich da 34 Referrals, aber von diesen 34 haben nicht alle 50 Dollar eingezahlt, um den Bonus zu bekommen. Sieht man ja, weil 160 pro Ding kriege ich ja eigentlich 10 Dollar. Das wären eigentlich 340 Dollar. Das sind, was weiß ich, 280, 290 Euro. Sagen wir, über die Hälfte, sagen wir 60% der Leute, die sich über meinen Link eingetragen haben, haben auch dann tatsächlich über 50 Dollar eingezahlt, was halt schon viel ist. Einfach nach Tipp, nach Ratschlag von irgendeinem Random aus dem Internet, der dir irgendwas vorlabert, wie viel Geld er so auf dieser Seite macht, muss man schon eine Menge Vertrauen haben. Sieht man das hier irgendwo? Genau. Ah ja, hier sieht man einfach alle. Genau, da habe ich hier
Das war sogar gestern, 1. März. Durch ein gestern habe ich hier 3,13 DFI bekommen. Also man kriegt immer 10 Dollar im Wert von DFI. Und in letzter Zeit ist es ein bisschen mehr, weil davor war der DFI ziemlich stark. Da waren es immer nur 2 irgendwas, 2,7 zum Beispiel, 2,70. Echt starker DFI. Und jetzt ist DFI ein bisschen gesunken. Dementsprechend kriege ich sogar 3 irgendwas dafür. Genau. Ja, das ist mein Code. Alles ist unten in der Beschreibung. Für alle, die es interessiert hat, wie viel wir machen, weil das war ja auch interessant wegen Unge und seinem Crypto.com-Link, wie viel er da macht. Ich habe auf 5-stellig getippt, aber mir ist entgangen, dass die Leute, die den Link benutzen, also jeder, der den Link von ihm benutzt, meiner ist übrigens auch unten in der Beschreibung, wir benutzen auch Crypto.com und haben Crow-Token investiert. Jeder, der den Link benutzt, der kriegt einen Bonus. Das waren, glaube ich, 25 Dollar oder sowas. Das ist schon viel. Aber er kriegt die nur, wenn der, der den Link benutzt, 5000 Crow-Token staked. Das ist nochmal eine Hürde. Dementsprechend bin ich mir da doch nicht so sicher, ob er tatsächlich 10.000 oder 5-stellig verdient hat mit seinem Referral-Link. Ich habe gerne allgemein unten in den Kommentare. Ja, auf jeden Fall, Gruppe wächst auf. Wir nähern uns der 100, auch viele, die mich privat anschreiben und da Interesse haben und viele, die das Video gesehen haben, viele, die das Video geteilt haben. Gestern zum Beispiel hat mich einer angeschrieben, hey Hong, ein Kollege hat mir das Video gezeigt, er wusste, dass ich in Bitcoin investiert bin und dann hat er mir das Video gezeigt und interessiert mich auf jeden Fall und sowas. Das freut mich auf jeden Fall und wie gesagt, wir bringen, also ich hatte vor, heute ein neues Thema anzufangen, arbeiten wir überhaupt noch, aber ich glaube, das kann man direkt in einem separaten Video dann nochmal machen. Ein bisschen mehr Finanzen wieder mit einbringen, Updates, jetzt nicht großartig irgendwelche Ratschläge, sondern einfach unseren Werdegang hier ein bisschen offenerlegen, dokumentieren, Portfolio-Updates, Crypto.com, in Crow haben wir investiert, solche Videos, all dies, das, weil, ja, wir sind gut gegangen in die Schiene, aber seit Pokémon Go habe ich gelernt, nicht in eine Schiene da nicht aufzuhängen, sondern eigentlich zu machen, was man will. Und dann das Problem ist, algorithmustechnisch hat er Probleme, das einzuordnen. Oh, Food, oh, hier Finance und dies, das. Aber ja, wir haben unseren Spaß, Algorithmus hin oder her. Food, Finance, Fun, Triple F. Das war ein Update, das waren meine Referrals. Was war das? 200 Euro oder sowas? 75 da, 250, 250 Euro, die auf Cake gestaked werden. Die sind für ein halbes Jahr gelockt, also 180 Tage, aber das ist kein Problem. Ich bin eh langfristig in Cake investiert und der Rest auf Bitwalla. Damit habe ich Bitcoin gekauft und die sind im Ertragskonto und laufen da, machen Rendite, ihre 4, 5, 6%. Muss ich nochmal nachschauen, was auf Bitwalla gerade da für ein Angebot ist. Das war das Update. Wie gesagt, mehr Finanzsachen werden folgen. Die Nachfrage ist größer. Hier und da kommen immer wieder mal ein paar Fragen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr von uns sehen wollen würdet. Portfolio-Updates kommen auf jeden Fall. Ist immer eine geile Sache. Ansonsten noch irgendwelche anderen Fragen, unsere Meinung zu dies, das. Bleibt gespannt, da wird noch eine Menge kommen. Euch viel Glück, viel Spaß beim Investieren. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Checkt unsere Links ab. Vergesst nicht, serious business.